Die FED heute die Zinsen anheben? Das ist die Frage und gleichzeitig die Einleitung des Videos. Damit herzlich willkommen zur Aktien im Fokus für Mittwoch, den 16.12.2015. 14 Uhr haben wir es ganz genau. Ja, heute steht natürlich Janet Yellen im Fokus. Die FED, 20 Uhr, der Zinsentscheid gefolgt von der Pressekonferenz 20.30 Uhr. Da wird es darum gehen, ob hier ein vorsichtiger Schritt in Richtung Zinsanhebung seitens der Fed äh, durchgeführt wird. Naja, und wir haben hier aktuell einen durchaus robusten Markt, der, der Dow Jones. Konnte bislang jetzt schon auf 17.670 Punkte ansteigen, stabilisiert sich aktuell, aber auch der SP 500, den Sie hier vor sich sehen auf dem Tageschart, zeigt sich weiterhin robust. Es gibt keine oder ich sehe keine Notwendigkeit, hier an der Long-Prognose zu zweifeln. Sicherlich um 20.30 Uhr. Wir haben am 3.12., also am 3. Dezember, gesehen, was Mario Draghi und die EZB mit dem DAX veranstaltet haben. Also von daher, man sollte auf alles gewappnet sein. Aber unabhängig von dieser Komponente ähm, ist natürlich hier aus charttechnischer Sicht zumindest Platz bis 2100 Punkte. Da könnte der Markt dann wiederum drehen, das hatten wir ja gesagt. Also, wenn überhaupt Long wäre, dann nochmal ab 2150, also in 100 Punkten, oder der Long bei 2000. Wenn man jetzt schon Long ist, Besteht durchaus eine gute Chance, dass er hier noch weiter laufen sollte. Auch der Nasdaq beispielsweise steht hier vor einem Ausbruch, aber er muss den Ausbruch eben machen. Er muss über 4670 Punkte laufen, im Idealfall sogar über diese bisherigen Jahreshöchststände, nicht Allzeithöchststände, aber Jahreshöchststände. Daher bleibt alles beim Alten. 4750 ist weiterhin die Marke, die wir sehen sollten. Und äh, wenn er die brechen kann, dann haben wir Potenzial. In der gegenwärtigen Situation zeigt sich der Nasdaq bullish, aber kurzzeitig seitwärts gerichtet. Ich denke, das äh, kristallisiert sich deutlich heraus zwischen 4462 Punkten. Und 4740 Punkten. Äh, ja, pendelt der technische Index hier, technischer amerikanischer amerikanische Index herum. Von unten hin gesehen oder von, von der unteren Perspektive aus sind hier noch bei 4.430 bzw. 4370 stärkere Unterstützungen. So dass wir sagen können, der NASDAQ ist erst dann Short wenn wir unter 4330 Punkte bzw. unter 4350 fallen. Ansonsten ist er weiterhin long, Tendenz seitwärts gerichtet, kurz, ganz kurzfristige Tendenz, wiederum long bis 4730. Hier oben wird sich das dann entscheiden, ähnlich wie im SP 500. Das heißt, wir haben jetzt noch Platz nach oben, dann könnte eine Korrektur kommen. Ja, wir erinnern uns, der SP dann könnte eine Korrektur kommen, erneut der Test der 4462 und dann sollte es eigentlich entweder hier unten im Bereich der 4470 oder bei einem Tagesschlusskurs über 4760 Punkten zu weiteren Anstiegen kommen. Das der Plan für die amerikanischen Indizes. Wenn wir diese amerikanischen Indizes eben jetzt so begutachten, dann verwundert es nicht, dass der DAX heute hier auch ansteigen kann. Das Vortageshoch wurde kurzfristig im heutigen Handel überwunden. Wir starteten heute ein bisschen stärker, testeten die 10.5, fielen dann wieder zurück auf die wichtige Unterstützung bei 10.4. Ab 10.4 setzte dann eine schöne äh, Welle ein, ein schöner Impuls der konnte das Vortageshoch dann durchschießen, ja, also der Bewegungsast hier und jetzt haben wir eigentlich Platz bis 10700 Punkte, falls die Fed nicht dazwischen kommt. Dann der Dow Jones, den haben wir noch außen vorgelassen, auch der sieht aktuell noch bullisch aus. Wir haben in der gegenwärtigen Situation gerade hier diesen etwas breiteren Abwärtstrend verlassen. Hier unten kam die SKS Formation zum Tragen, damit meine ich mag, maßgeblich linke Schulter, Kopf, rechte Schulter Ausbruch und Jetzt sollte der Dow Jones Minimum eigentlich bis 10.000, 10 der war gut, 17.700 oder sogar 18.000 Punkte ansteigen können. Ja, das wird, wie gesagt, von Janet Yellen abhängig sein, aber eigentlich steht dem hier nichts im Wege. Ist halt auch die Frage, was Janet Yellen machen würde. Ich meine, die Märkte reagieren da auch immer sehr, sehr unterschiedlich. Aber vieles ist doch schon eingepreist. Ich meine, wenn, die, wenn sie die Leitzinsen nicht anhebt, weil wieder irgendeine Begründung dafür gefunden wird, warum es nicht geht, ist ja, spielt ja auch keine Rolle, warum. Wenn es nicht gemacht wird, werden vermutlich die Aktienindizes steigen. Und selbst wenn es gemacht wird, wird es vermutlich sehr vorsichtig durchgeführt. Also ich rechne hier mit 0,125 bis 0,25. Prozent in der Anhebung. Und äh, die einzige Variante, wo der, wo der Dow Jones vermutlich wirklich nach unten hin abknicken sollte, wäre, wenn die Fed mehr als 0,25 Prozent die Zinsen anhebt, wenn es also über, wenn es, was weiß ich, 0,5. Ja? 0,5 ist hier sicherlich der nächste Schritt, vermutlich. Und äh, daher, äh, das wäre dann sehr, sehr negativ. Aber das ist zumindest aktuell nicht zu erwarten. Aber man sollte vorbereitet sein. Das zu den äh, Thema Indizes. Dann zum Thema Aktien. Ähm, Intel gefällt mir ganz gut. Der Konkurrent hier, beziehungsweise machen wir es nicht zu lang. Ähm, wir haben hier die schöne Abverkaufssituation erlebt. Auch hier im Übrigen eine wunderschöne SKS-Formation. Für diejenigen, die da diese Bodenbildungen gerne traden, die Trendwenden. Linke Schulter, Kopf. Und die rechte Schulter. Na, sparen wir uns die? Nee, die sparen wir uns nicht. Komm. Zwei Drittel ist nicht 100%. So, naja gut. Und mit, mit dem Bruch kam es hier zu einem schönen Momentum nach oben. Jetzt sind wir vor der nächsten und auch hier kann man fast schon von einer größeren SKS sprechen, nämlich linke Schulter, Kopf und die rechte Schulter. So, und wenn er jetzt hier über die Marke von 35,50 ansteigen kann, ist direkt Potenzial bis 38 und ab 38 ist dann der Weg eigentlich nach oben hin offen. Ähm, ab 38 haben wir dann nämlich durchaus hier keine nennenswerten Widerstände. Also Intel ist sicherlich ein Wert neben Amazon, den wir. Amazon begutachten wir ja eigentlich regelmäßig. Eine sehr liquide Aktie, die man auch äh, hochfrequent traden kann. Ab 685 bleibt weiterhin alles beim Alten. Die deutsche Telekom, aber das ist nicht die deutsche Telekom, das ist Daimler. Daimler wollte ich nachher besprechen, aber dann machen wir es eben jetzt. Bei Daimler ist es ganz interessant, weil wir hier aktuell noch unter dieser Trendlinie tendieren und man sieht, so ist die, die Trendwende ist hier noch nicht abgeschlossen. Für alle diejenigen, die sich für Automobilwerte aus charttechnischer Sicht interessieren, bedeutet das, dass eine Trendwende in Daimler erst ab 87 Euro abgeschlossen ist. In der jetzigen Variante ist er weiterhin long, keine Frage. Aber er ist zu fragil long, deswegen erst ab 87 Euro. Dann zum Thema Deutsche Telekom. Jetzt, wir hatten gesagt, man kann hier kaufen. Wir haben hier durchaus die Möglichkeit, jetzt ähm, steigende Kurse zu sehen, vermutlich erst bis 17,50 und ab 17,50 ab 18 Euro auf Tagesschlusskursbasis, sollte dann auch die aktie hier weiter ansteigen das war es von meiner stelle aus vielen dank für ihre aufmerksamkeit good trades und wenn sie mögen bis bald auf wiedersehen